Das Nasenhörnchen ist ein possierliches Tierchen und hatte sogar mal einen eigenen Film. Mit dem Namen Arwen in den Nosemann. Die Nasenhörnchen kann man gut in Weibchen und Männchen unterscheiden. So haben die Weibchen eher kleine Nasen, sind dafür aber größer. Während die Männchen kleiner, aber dafür an ihren großen Nasen, genannt Schwängel, sehr gut zu erkennen sind. Wenn die Weibchen auf der Suche nach einem Männchen zur Paarung sind, achten sie dabei auf deren Nasen. Hierbei haben sie die Auswahl zwischen Blatter, Schwängel, Hänge, Schwängel, gebogener, Schwängel, spitzer, Schwängel und zu guter Letzt langer, Schwängel. Haben sie sich für ein Modell entschieden, so paaren sie sich. Nach erfolgter Paarung frisst das Weibchen das Männchen dann auf. Schade.